Hey Leute, was geht? Phil wieder mit einer neuen Folge World 20K. Ich hatte am Freitag da nicht so viel Zeit gefunden zum Traden, hatte zwar einen Trade genommen, den werde ich auch heute vorstellen, aber im Großen und Ganzen wird es heute nur ein Chart Review werden. Und dann fangen wir mal auch direkt an. Overnight hatten wir diese Two Legs Down, fast sogar measured, bisschen größer wurde das zweite Leg, wie man sieht. Aber genau an diesem Punkt habe ich angefangen zu traden, wenn dieser Bullish Bar. Haben diesen SCT aufgezeichnet, den Showtime Trendline, und werden einen Break und erwarten ein neues High, beziehungsweise auch ein Measured Leg. Und hier kam auch direkt der erste Trade von mir, den ich auch genommen hatte. Oder der einzige Trade. Im Großen und Ganzen habe ich so wie den Second Entry Long getradet. Aber wenn man es ganz genau sieht, ist es kein Second Entry Long, weil wir haben hier ein First Entry und dann hier ein neues High, was dann den Count resettet. Aber es war mir genug von einem Setup, es war close enough, oh, so dass ich den Trade nehme. Aber wie man auch sieht, hatten wir hier drei Bars, die, sogar fünf Bars, die den EMA berührt hatten und dann, hier nach oben geschossen sind, also hat er mir schön als Support hier geholfen. Und es war mir Setup genug, das ich ihn nehme. Und hier habt ihr das Live-Footage davon. Dann, wie gesagt, wir suchen jetzt unser Second Leg ab. Das war so mein Target dort an dem Moment. Kommen dann wieder in diese blaue Trading Range, die sich auch über Nacht gebildet hatte hier. Und in dieser blauen Trading Range hat sich eine weitere Trading Range gebildet, diese lila. Im Großen und Ganzen gibt es hier zwei Trades, die man hätte nehmen können, welche ich aber als relativ aggressiv ansehe. Weil, wenn man von diesen High zählt, bekommen wir hier unser First Entry Long. Kommen hier runter und hier ein Second Entry Long am EMA und der Supportlinie der Trading Range. Aber die Signal Bar ist einfach nicht gut genug, damit man den Trade nehmen kann, meiner Meinung nach. Also, zwar kann man den nehmen und es wäre ein Winner gewesen, aber ich hätte gern eine bessere Signal Bar gehabt. Und dann kommen wir hoch, testen wir dieses High dieser Trading Range, bekommen halt dann diese Signal Bar hier, aber diese Signal Bar, aber ist auch irgendwie auch nicht genug, um mal das als Second Entry Short zu nehmen. Und es ist kein perfektes Setup, weil es ist zwar ein Second Entry Short, hier bekommen wir unser First Entry Short und hier unser Second Entry Short, aber die Signal Bar ist hier einfach nicht genug. Also es ist leider nicht optimal. Aber man kann den Trade nehmen, wenn man ein bisschen aggressiver ist, auf jeden Fall. Weil man erwartet natürlich auch ein Pullback zum EMA, weil wir schon längere Zeit irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bars vom EMA weg waren. Da kann man ihn schon nehmen. Dann machen wir unser zweites Leg up hier und bekommen unser Target, was hier abgemessen wurde. Das Leg wird sogar noch größer als gedacht. Und wir brechen die blaue Trendlinie hier, machen ein neues High. Also, laut Price-Action-Regeln ist dieser Uptrend jetzt zu Ende und wir erwarten jetzt einen Downtrend, bis er hier auch kommt. Wir haben hier rote Trendlinie, bekommen hier ein Failed Second Entry Long. Wir haben den von hier zählt. First Entry, und hier ist das Second Entry Long getriggert. Aber hier kann man die Trap noch nicht nehmen, weil die Signal Bar einfach viel zu bullish ist. So. Also, hier versuchen wir irgendwie einen Short zu nehmen ist einfach ein bisschen zu risky. Dann bekommen wir diese Inside Bar leider nicht bearish genug. Dann bekommen wir eigentlich eine gute Signal Bar. Hier kann man auch fast schon entryen, aber das Ding ist halt, dass es zu congested ist und es ist halt noch nicht eine gute Signal Bar. Wenn es jetzt wirklich schon eine schöne Signal Bar wäre, könnte man hier schon entryen, aber die war einfach nicht gut genug. Die hat einen bullish Körper. Zeigt zwar Rejection vom EMA, aber ist einfach, wie gesagt, congested und ein bullish Körper. Aber glücklicherweise hat man danach direkt eine bessere Bar bekommen. Wirklich eine wunderschöne Signal Bar, die auch noch eine Outside Bar ist. Nicht so wie die hier.
Und hier kann man shorten, den Feld zeigen to long meme A nehmen und voilà, man hat einen Scalping Winner. Dann kommen wir wieder unten an diese Trading Range, haben es getestet, es war auch das Target. Und man erwartet in der Trading Range, dass man immer das Top of Trading Range testet, dann die unteren Teile Trading Range. Machen dann hier zwei Legs zu New High und erwarten hier natürlich jetzt auch ein Second Leg Down von dieser Größe, was wir leider nicht ganz bekommen, aber hier gab es noch kein wirkliches Setup, also es ist völlig uninteressant, was hier passiert ist. Hier hat man einfach nur den Chart angeguckt und nichts gefunden. Dann bekommen wir ein etwas, auf jeden Fall ein sehr gutes Setup, meiner Meinung nach. Und zwar bekommen wir ein Second Entry Long. Hier wird unser First Entry getriggert und hier unser Second Entry Long. Was gleichzeitig auch ein Higher Low ist. Wie man sieht, hier ist das letzte Low und das ist, hier ist dieses Low. Was auch an dem Bottom dieser Trading Range ist und sogar eine relativ gute Signal hat. Also hier kann man auf jeden Fall entryen, ohne Angst zu haben, das Geld rauszuholen. Und zwar bekommen wir hier keinen Runner, aber das ist, glaube ich, irrelevant, wenn man im Großen und Ganzen den Scalping-Part gewonnen hat. Dann machen wir hier ein neues High, kommen hier wieder runter, bekommen hier ein First Entry Long, hier wieder ein Second Entry Long am EMA, was auch gleichzeitig, upsala, ein Failed Second Entry Short ist. Genau hier First Entry und hier ein Second Entry Short am EMA, der am EMA fällt. Das ist wirklich ein wunderschönes Setup. Ist wirklich das Traum-Setup, was wir haben kann, mein Lieblings-Setups. Wenn ein Second Entry und ein Second Entry Short an der gleichen Stelle treten tut. Also ist wirklich ein Setup, was man nehmen muss, fast schon. Wenn man das nicht nimmt, dann muss man auf jeden Fall das hier nehmen, weil das zeigt nur noch mehr Confirmation. Und dann machen wir gehen wir weiter unseren Weg, dieser Trendlinie. Machen wir jetzt wieder zwei Legs. Und hier bekommen wir zwar ein Second Entry Long hier oben, aber ich habe den nicht gemarkt, weil, naja, man kann wirklich darüber diskutieren, ob man den jetzt live genommen hätte. Das war auf jeden Fall, ich weiß nicht mal, ob es ein Loser gewesen wäre, weil es kommt ganz an, wie diese Bar hier sich bewegt hätte. Auf jeden Fall hat man hier ein First Entry Long und hier wäre Second Entry Long dann getradet worden. Wenn diese, oh, ey, oh mein Gott. Wenn diese Bar hier, oh, warum? Wenn diese Bar als erstes nach oben gegangen ist und dann, also erst nach oben und dann nach unten gegangen ist, dann wäre es ein Loser gewesen. Aber wenn die erst nach unten gegangen wäre und dann nach oben, dann wäre es ein Winner gewesen. Also, aber man darf jetzt nicht auf der Basis einen Trade marken, weil es ein Winner-Loser war, sondern inwiefern man den genommen hätte. Also was dafür gesprochen hätte, wäre auf jeden Fall, dass er eben am EMA ist und im Key Entry Point. Aber um ganz genau zu sein, war unsere Signal Bar jetzt nicht an unserem Key Entry Point. Aber es ist jetzt schwierig zu sagen. Ich weiß leider nicht, wie diese Bar hier sich jetzt bewegt hätte. Also ich hätte es wahrscheinlich genommen und hätte damit einen Loser kassiert. Aber man weiß es halt nicht. Ich weiß es leider nicht. Aber was auf jeden Fall ein besseres Setup gewesen wäre, ist genau hier. Wir bekommen hier ein First Entry Long und hier noch Second Entry Long am Key Entry Point am EMA, was auch gleichzeitig ein Failed Second Entry Short ist. Hier unser First Entry Short und hier unser Second Entry Short am EMA am Key Entry Point an der Trendlinie. Das ist wirklich ein Setup, was man nehmen muss. Und wird auch dafür belohnt, bekommt hier auch sein Scalp. Aber einen Runner hätte man hier, glaube ich. Hätte man den Runner bekommen? Ja, man hätte so einen Runner bekommen tatsächlich. Weil man wäre hier geentried und den Scalping-Part hättest du dann hier rausbekommen. Und nach dem Scalping-Part hättest du dann deinen Stop-Loss-Break-Even gehabt. Also hier und es wird niemals getoucht. Also hättest du hier schon einen Runner mitbekommen können. Und hier oben konnte man nicht wirklich einen Trade nehmen. Viel zu congested. Ist eine Trading Range, aber guckt, man muss sich angucken. Das ist fast eine Ein-Bar-Trading Range. Hier einen Trade zu nehmen, ist schon ein bisschen sehr aggressiv und risky. Und dann in der Overnight-Session gab es schon mal nochmal schöne zwei Legs ab. Und das war auch dann schon der Trading-Tag. Also im Großen und Ganzen
Würde man jetzt alle roten und blauen Setups nehmen, die ich hier gemacht hätte, hätte ich hier vier Trades nehmen können, plus meinen grünen, den ich genommen habe, weil ich den gut fand. Also wäre es heute, wenn man jetzt auch diesen Trade mitzählt, was vielleicht ein Loser gewesen wäre, ein 5-1 gewesen. Also am Ende ein 3-0 ist es äquivalent dazu, weil ein Loser terminiert zwei Winner. Ja gut, dann war es auch für heute mit dem Chart Review und wir sehen uns dann wahrscheinlich erst am Dienstag wieder. Mal sehen, ob ich am Montag Zeit finde. Aber bis dann. Ich blende euch nochmal ganz schnell das Profit Sheet vom Freitag ein und dann auf Wiedersehen. Ciao, ciao.